Fähigkeit, Kältehauch, natürlich. Fähigkeit, Feuerstrahl. What the fuck? Warum sind die so stark? Oh, 6 ab. Dein hast du ein Biest. Fliehen. Ich schaffe das nicht zu fliehen. Ach, die können sie auch noch heilen. Au! Das hat sich ja wehgetan. Ihr flieht in Schande. Da fliehe ich gerne in Schande, wenn ich gegen solche Viecher kämpfen muss. Also selbst mit dem Easy Patch sollte man sich hier nicht blicken lassen. Jetzt weiß ich, für was der komische Kopf da oben rechts gut ist. Er zeigt einem an, wenn zu starke Gegner in der Nähe sind. That's pretty cool. Und der andere Kopf zeigt am an, wenn wichtige Personen oder Endgegner da sind? Keine Ahnung. Hauptsache erstmal weg hier. Das war gerade echt hart. Sehr hart sogar. Okay. Was? Warum ist Werner rasend? Bist du Penis? Warum sind die alle so stark? Kritischer Treffer. Kritischer Treffer. Riesenameise leider keinen Schaden. Sehr schön. Die Aussage ist sehr, sehr nice. Ich hab das nicht gefliegt. Oh, das war ein kritischer Treffer. Aber du hast ihn keinen Schaden zugefügt. Oh Mann. Halt die Schnauze. Bitte, ja, danke. Ich fliehe gerne in Schande. Ah, Halbviole. Bevor Asgard hier noch wegstirbt. Oh, 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 oh. Ah. Warum fliege ich eigentlich hier hin? Achso, hier ist ein roter Punkt. Müssen wir überhaupt hier hin? Ich weiß es nicht. I don't even know. Oh, eine Höhle. Gehen wir mal hier rein. Hallo? Du bist ein Held. Iranis. Okay, bevor wir uns irgendwie weiter reinwagen, würde ich sagen, speichern wir mal noch. Blut wird fließen. Aus welchem Leib auch immer. Hallo? Na, wer bist du denn? Hallo, was versteckt euch in unsere kalte Gegend? Nun, wir sind einfach neugierig, was die Stadt so zu bieten hat. Was die Stadt so zu bieten hat? Naja, nicht viel. Ein paar Häuser. Ein Pub, einige Läden, ein bisschen Roast. Moment, das war was Falsches. Na, wir schauen uns mal um. Natürlich, ich halte euch nicht auf. Wer weiß. Das ist schön gemacht. Mit Fußabdrücken und zwei Schneemännern, die genau gleich aussehen. Zwillingsschneemänner. Bestimmt. Wahrscheinlich. Waffenlade, ey. Come and get them, come and get them. Hallo? Schauen Sie sich ruhig hier um. Ich habe viele gute Waffen. Davon werde ich mich mal selbst überzeugen. Nö. Hast du nicht. Du hast mich gerade angelogen. Das sowas, was macht man? Langschwert. Verkaufen wir einfach mal Abraxas Langschwert. Das pisst ihr bestimmt. 12-Filer. Kyujin-Kurzschwert. Das ist von der Garde, wo Wellner war. Das Schwert. Das kostet nur so wenig? Also Malik, hätte man sich echt was Besseres einfallen lassen können. Das muss echt nicht sein. Stahlsäbel können wir verkaufen. Hallstaub 3. Halt 50 Pulver. Einfach dann einfach Sturm. Das können wir verkaufen. Juckpulver. Die Jäger werden rasend und blind. Wenn ich blind werden würde, würde ich auch rasend werden. Hallo, wir haben die allerfeinsten Rüstungen. Na, dann zeig mal, was du alles verkaufst. Nein. Du hast mich auch angelogen. Achso, das ist der Himmel draußen. Wollte gerade sagen, was glänzt denn da so komisch? Aber das waren die Wolken an dem Fenster. Wobei die Wolken direkt hier an den Bäumen langkommen. Das ist echt cool. Das ist interessant. Hallöchen. Sag mal. Ey, hallo. Hallo. Was ist das?
danke. Das war krass. Hallo? Habt ihr schon gehört? Was? Angeblich gibt es Gespenster im Wald westlich von hier. Aber ich glaube nicht an solch einen Blödsinn. Gespenster, so. Ach, entschuldigt, ich weiß gar nicht, wieso ich euch das erzählt habe. Ich glaube ja nicht einmal selber. Heide! Tut mir leid, das musste sein. Bin ich hier richtig? Ich weiß es nicht. Wir gucken uns einfach mal ein bisschen um in der Stadt. Umsehen kann er nicht gerade. Alles ein stumpfsinniges Romane. Hier stehen einige alte Bücher, aber nichts davon, das irgendwie wichtig erscheint. Hallo! Frau. Was gibt es? Gibt's hier nur Frauen? Das wollte ich eigentlich gerade dich fragen. Er duzt, also Wellner. Ja, ein bisschen Respekt. Also bei mir gibt es eigentlich nicht so viel. Nicht viel zu erzählen. Ich mache halt tagtäglich den Haushalt. Viel erlebe ich nicht gerade. Na dann lass mich jetzt mal besser wieder allein, ne? Muss ja dein Haushalt erledigen. So, sobald ich irgendwo mal was suche, irgendwas anspreche, dann finde ich auch sofort was. Hey! Ihr seid anscheinend neu hier. In meinem Haus, ich kenne euch gar nicht. Auf jeden Fall kenne ich eure Gesichter noch nicht. Ganz recht, wir sind neu in der Stadt. Ich empfehle euch, die Berge zu besuchen. Die sind wirklich schön. Danke für den Tipp, wir werden sie uns später mal schauen. Wobei die Berge, die Monster oder unwichtige Literatur, die Monster bei den Bergen uns mit Sicherheit vernichten, haben die da eine Goldrüstung zu stehen. Halt die Fresse. Der Mann muss ja steinreich sein. Also die Monster bei den Bergen werden uns sowieso vernichten. Achso, war gerade an, der Sound vom Haus geht mal weiter. Bug! Hallo. Du bist ein Ninja! Ganz normaler Mann, ich bin ein... Hi, wie findet ihr mein Kostüm? Das war ziemlich teuer, aber ich finde es wirklich herausragend. Tja, eigentlich finde ich es ziemlich hässlich. Ihr habt ja keine Ahnung. Das ist top chic. Soll das Französisch darstellen? Also selbst ich hab das noch nicht gehört. Wenn du meinst, du Ninja, du... Hallo. Ich scheint es nicht so interessant, das zu gehen. Oh, eine Weinflasche. Oh, die kann er natürlich nicht mitgehen lassen. Da geht's nach oben. Hi, na bist du denn? Hallo, mein Schatz. Hallo, ihr seht aus wie jemand, dem ein paar gute Tipps nicht schaden könnten. Okay, Tipps kann man jetzt nicht ernst nehmen, ist ja alte Rechtschreibung. Du hast also ein paar Tipps für uns? Ja, so soll zum Beispiel östlich im Wald etwas Merkwürdiges beobachtet worden sein. Östlich von hier im Wald. Na, da werden wir mal vorbeischauen. Mach das. Okay. Die werden uns sowieso alle in Grund und Boden dreschen, die Monster da. Hab ja rein schon gesehen. Easy Patch und die werden vernichtet, bis zum geht nicht mehr. Ein Eisenhelm. Oh. Haben wir nicht schon alle Eisenhelme? Stahlhelm, ja. Stahlhelm ist besser als ein Eisenhelm. Also die Sachen, die wir so finden in irgendwelchen Häusern, sind auf jeden Fall nur zum Verkaufen da. Also für irgendwas anderes lohnen die sich auf jeden Fall nicht. Ist das hier das Bürgermeisterhaus oder das Inn? Ein Kloster, okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Stört mich bitte nicht. Ich bete gerade. Entschuldige. Oh. Hallo. Seid willkommen in unserer Kirche. Kirche. In so schlimmen Zeiten muss man beten und hoffen. In so schlimme Zeiten? Ihr wisst es nicht? Nun ja. Bedauerlicherweise gab es letzte Woche schon wieder ein Opfer. Ihr müsst wissen, dass wir ein Problem mit einer andersgläubigen Gemeinschaft haben. Und diese Gemeinschaft ist böse. Sehr, sehr böse. Sie haben schon wieder jemanden aus der Stadt entführt und wahrscheinlich im Namen ihres Gottes geopfert. Klingt nach einem wirklichen Problem. Ihr seid nicht zufällig in der Lage, diese Gruppe unschädlich zu machen. Bittet uns der Pater gerade, andere Menschen zu töten? Heißt es nicht Liebe deinen Nächsten? Ist ja völlig egal, was der andere gemacht hat. Obwohl, nein. Doch, er müsste ja eigentlich jedem verzeihen, oder? Ich kenne mich dazu viel zu wenig mit dieser Religion aus. Doch sind wir! Wirklich?
Oh, euch schickt der Himmel, obwohl ich nicht gebetet habe. Dank ich dir. Heil dir Gott. Keine Ahnung, wie du hier im Spiel heißt. Ich kenne nicht ihren genauen Aufenthaltsort, aber vielleicht weiß einer der Stadtbewohner mehr. Solltet ihr sie wirklich vertreiben können, werde ich euch eine sehr seltene und wirklich wertvolle Rüstung geben, die schon seit langer Zeit im Besitz der Kirche ist. Sie ist ein Relikt des Heiligen Krieges. Cool. Wir werden mal schauen, ob wir sie finden können. In der Stadt umhören. Lass mich raten, er weiß ganz genau, wo sie sind. Er ist ein Spion. Lass mich bitte allein. Ich will beten. Na schön. Oh, Benno, du hast doch immer so eine erotische Stimme gehabt. Woran lag das? Ich weiß es nicht. Sei bitte ruhig, ich muss mich konzentrieren. Wofür musst du dich denn konzentrieren? Um mit Gott zu reden. Und hat er dir schon geantwortet? Natürlich! Arschloch, was soll die Frage? Ach, nur so. Gott existiert in allem von uns und er spricht mit uns und er hilft uns und... Verblödete kleine Schlampe. Asgard, du solltest aufhören, laut zu denken. Hab ich das ganz laut gesagt? Tut mir leid, das war nicht geplant, tut mir leid. Ein Friedhof! Ein bisschen Leichenchen. Oskar, auf sowas zu sagen, das war ich nicht. Ich hab einen ganz anderen Akzent. Kann man die überhaupt ansprechen? Natürlich. Cool. Da gibt's bestimmt irgendwas Interessantes. Oder ich hab euch wieder mal nur verarscht. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich hab euch nur verarscht. Hallo! Was bist du denn? Bist du auch ein Ninja? Warum läufst du denn so die ganze Zeit durch die Gegend? Ihr macht besser keine Unruhe, sonst muss ich euch leider aus der Stadt schmeißen. Ich denke nicht, dass das nötig sein wird. Bevor ich mich von dir rausschmeißen lasse, reiß ich dir deinen Kopf ab! Asgard, auf laut zu denken. Na, Scheiße! Was haben wir denn hier für einen Namen? Ladenbesitzer, hallo, schauen Sie sich an hier. Hier oben, ich habe viele gute Tränke. Schmerzenreife und Heilflasche, Heilbalsam. 300 Leben. 600! Ich brauche Blut. Hier gibt es doch sicher irgendwo einen Bluthändler. Was habe ich euch gesagt? Was steht da eigentlich die ganze Zeit in der Gegend rum? Sind das Bettpfannen? Das ist echt widerlich. Einfach in der Gegend hingestellt. Ekelhaft. Was geht denn hier links? Links? Was gibt es denn hier links? Ist das ein Inn oder was soll das darstellen? Ein Pub! Geil! Was macht der denn da? Ja. Oh, Benna, ja. Tanz! Oh ja. Gib ihn! Gib ihn den Ben, los! Was ist das für ein Schwachsinn? Stör mich bitte nicht, ich spiele gerade! Arschloch! Was macht der? Er läuft hier einfach nur rum? Ey! Mann, sobald ich mich bewege, bewegen sie sich auch! Da, danke schön! Blonder Mann! Was wollt ihr von mir? Eigentlich nichts! Nichts? Warum belästigt ihr mich denn? Mangel an Kommunikation? So wie aussieht, ist das ja auch kein Wunder. Das würde mir viel Freude bereiten, diese Brettmann die Ecke weiter rauszureißen. Hallo. Achso. Sie sind einfach super, findet ihr nicht? Es geht so. Also dafür, dass ihre Handbewegungen etc. nicht zur Musik passen, ist das eigentlich doch schon ein bisschen beeindruckend. Wenn ihr ein anderes Lied hören wollt, dann schmeißt einfach 10 Fehler an die Schale von links von der Treppe. Sie wechseln dann ihr Lied. Oh, ist ja cool. Das heißt, ich muss erstmal 100 Fehler ausgeben, damit ich mein Lieblingslied bekomme? Wenn ihr nicht mal meinen Geldbeutel verlegen würde. Ach, wenn ich... Oh, Skype! Oh, Mann! Jetzt bin ich hier und habe kein Geld bei mir. Verflixt. Ich sehe hier ein paar ehrliche Leute aus. Würdet ihr mir mein Geld holen? Ich habe das Geld im Schrank gelassen. Es sind 400 Filar. Ihr werdet von mir 100 Filar bekommen. Gut, holen wir das Geld. Ich danke euch. Mein Haus liegt im Nordosten der Stadt.
Der Geldbeutel sollte in einem der Regale im Erdgeschoss liegen. Gut, wir werden ihn suchen. Doch bevor wir dies tun, werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal bei Skype offline gehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich!